So, Servus und Salam. Ich bin jetzt hier in München bei der St. Maximilianskirche. Ich wollte die mit euch mal anschauen und euch zeigen, was ich da mache. Wurde öfters gefragt, warum das so viel Geld kostet. Und jetzt kommen einfach mal die Antworten dazu. Also gehen wir. So. Macht auf die Tore. Und rein geht's in die Kirche. So, also jetzt sind wir hier in der Kirche St. Maximilian. Und hier wird es stattfinden ab dem 15. Juli. Und es wird zentrale Elemente geben. Auf jeden Fall zwei sehr große Projektionsflächen. Eine Projektionsfläche wird über dem Altarraum hängen, die ist ungefähr 15 Meter breit und die andere quasi genau gegenüber auf der anderen Seite unterhalb der Orgel. Ja, genau. Und schon allein das ist sehr aufwendig, die Projektoren sind sauteuer und auch die Leinwände. Des Weiteren werden hier an den Säulen entlang große Fotografien hängen auf der Vorder- und Rückseite und in den Nischen werden auch weitere Videoinstallationen zu sehen sein, genau, und Kopfhörer werden da hängen, wo man sich Klänge anhören kann, Musik anhören kann, also es ist einfach einiges geboten. Und diese Technik, die kostet halt einfach Geld und deswegen diese 50.000 Euro. Super ist es, wenn ihr uns vielleicht auch mit Hardware unterstützt oder Leute kennt, die uns das hier für einen Monat lang kostenlos geben können, das wäre natürlich super. Und absolut perfekt wäre es natürlich, wenn uns das Firmen vielleicht sogar schenken, weil dann könnten wir mit dieser Ausstellung eben ohne wieder Kosten zu haben einfach touren. Das wäre so die Idealvorstellung. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, warum, wieso, weshalb, egal welche Fragen, wendet euch einfach an uns, stellt Fragen direkt, postet sie auf Facebook und dann freue ich mich, wenn wir uns sehen am 15. Juli zur Eröffnung der Ausstellung Einblick Iran. Servus und Salam.